Nach dem Abverkauf am Freitag, am gestrigen Montag dann eine imposante Rallye, ist jetzt alles wieder wie normal. Die Märkte also eine Einbahnstraße. Es geht denn nach oben ohne große Volatilität. Da würde ich vermuten, no sir. Es gibt zwei Punkte, die ganz klar dafür sprechen, dass da noch einiges kommen wird an Nervosität und an Volatilität. Das will ich gleich in diesem Video ausführen. Aber zunächst mal schauen, was gestern passiert ist. Das war nämlich interessant. Zunächst mal hatten wir ja diese Rallye, die natürlich sich erklärt auch aus der Überverkauftheit einiger Sektoren, Rohstoffe, Energie, Finanzwerte etc., die waren schon ein bisschen stark verprügelt. Aber es gab eben noch diesen Aspekt des Eingreifens. Wir hatten zunächst mal die Bank of Japan, Sie sehen in diesem oberen Chart, da wurde plötzlich mitgeteilt, oh, wir haben ein paar ETFs gekauft im Volumen von 70 Milliarden Dollar, nicht Dollar, sondern Yen. Das hat gereicht, um eine völlige Drehung in die Future-Märkte auch reinzubringen. Hier oben sehen wir den S&P 500 Future und dann gab es dieses sogenannte Plunge Protection Team Treffen, in Anführungszeichen Plunge Protection Team, da war also Gensler von der SEC, Janet Yellen, Finanzministerin, und der Fed-Chef Jerome Powell. Man weiß nicht genau, worüber die mit beiden gesprochen haben. Jedenfalls ging es von da an auch deutlich bergauf. Und wir sehen, und das sind jetzt eben die Sektoren oder sind die Bereiche, die am Freitag so massiv abverkauft wurden. Wir sehen, dass die Renditen für die 30-jährige US-Staatsanleihe massiv gestiegen ist. Das war schon ein ziemlich heftiger Move. Wir waren ja da bei der 30-jährigen US-Staatsanleihe unter der 2%-Marke. Wir hatten am Freitag gesehen, dass die Zinskurve sich verflacht. Praktisch auch ein Ausweis für Konjunktursorgen, wenn man so will. Man hat eingepreist am Freitag, dass eine hawkischere Fed zu einer schwächeren Konjunktur führen dürfte. Wir hatten am Freitag Dollarstärke gesehen. Der Dollar hat gestern ein bisschen verloren, aber nicht allzu deutlich, interessanterweise. Aber wir sehen, dass andere Dinge noch passiert sind. Zunächst mal hier die Sektoren, die gestern besonders performt haben. Energie plus 4,3%, Financials 2,3%. Wir sehen Industrials, Materials, also all das, was mit Inflation, mit Reopening Story zu tun hat, das ist gestern massiv gelaufen. Alle Sektoren im Plus, aber eben diese Sektoren, die am Freitag besonders gelitten hatten, die waren gestern besonders gesucht. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was da noch passiert ist, dann sehen wir, dass eben die Zinskurve sich wieder versteilt hat, also der Spread etwa zwischen der 5-jährigen und der 30-jährigen US-Staatsanleihe, oben der Chart und unten der Charts. Das sind die 5-Year-Break-Evens, also die praktisch die Inflationserwartungen widerspiegeln, bepreisen, wenn man so will. Hier sind eben auch die Inflationserwartungen wieder etwas gestiegen. Also es geht um dieses Motiv Wachstum, Inflation, ja oder nein. Wird das konterkariert durch eine hawkischere Fed, und dass die Fed deutlich hawkischer war, als eigentlich die Märkte erwartet hatten, ist auch klar. Wir haben gestern also eine technische Reaktion gesehen, vielleicht einen Befreiungsschlag gesehen, aber es deutet sehr, sehr viel darauf hin, dass wir da noch ziemlich, vor allem in dieser Woche, ziemlich viel rauf und runter sehen dürften. Und das zeigt sich schon erstmal hier an dieser Saisonalität. Wir sehen, dass wir in dieser Zone Mitte Juni normalerweise einen Rücksetzer kriegen, einen deutlichen Rücksetzer. Dann kommt nochmal ein Move nach oben, war der gestern, und dann kommt nochmal ein dicker Move nach unten. Kann jedes Jahr komplett anders sein, klar. Saisonalität ist nur ein denkbares Muster, es kann völlig anders kommen, aber es spricht schon eben hier dafür, dass wir, nachdem wir in den letzten Tagen durchaus ziemlich kongruent gelaufen sind mit diesem saisonalen Muster, dass das jetzt so weitergehen kann. Normalerweise ist dann ab Ende Juni eine sehr günstige Zeit, in den Juli oder der gesamte Juli eine sehr günstige Zeit für die Aktienmärkte, da geht es in der Regel nach oben. Aber jetzt der zweite Grund, warum ich glaube, dass wir noch sehr viel Volatilität sehen werden. Thomas Kellum hat das, wie ich finde, mustergültig auf den Punkt gebracht. Wir sehen unten in der Grafik mal einen Vergleich zwischen den Einkaufsmanager-Indizes, die hier massiv nach oben gegangen sind, und der Inflation, und zwar das alles auf globaler Ebene. Das heißt, wir haben grundsätzlich jetzt derzeit einen Inflationsanstieg. James Bullard von der St. Louis Fed hat gestern gesagt, ja, wir leben in einer neuen Ära, nämlich eine Ära der tendenziellen Inflation, nicht mehr der Deflation. Und wir sehen hier, dass die Inflation deutlich nach oben gehen wird. Und die Konsequenz daraus ist, und das hatte Tom Cullum sehr gut zusammengefasst, es ist logisch,
dass, wenn die Inflation steigt, die Zentralbanken, die Notenbanken von einer Institution werden, die Volatilität unterdrücken, zu einer Quelle der Volatilität, denn die Märkte spekulieren darüber, wie werden die Notenbanken auf diese Inflation reagieren. Und genau das ist ja am letzten Mittwoch mit der Fed passiert, dass da die Verunsicherung da war. Zunächst mal Schwäche am Mittwoch, letzten Mittwoch, am Donnerstag nach oben, am Freitag deutlich nach unten, gestern wieder deutlich nach oben. Heute deutlich nach unten, wir werden sehen, oder nochmal deutlich nach oben, aber auf jeden Fall deutlich, da dürfte also wieder Action reinkommen. Wir sehen also, die Zentralbanken, die Notenbanken, die sind zu einer Quelle der Verunsicherung geworden, weil jetzt eben die Frage im Vordergrund steht, wie werden sie agieren, wie werden sie reagieren, und heute haben wir ja die Aussagen des Fed-Chefs vor dem Kongress. Da hat er sich schon geäußert, beziehungsweise der Text ist schon veröffentlicht werden. Das dürfte also dann mehr oder weniger heute 20 Uhr ein Non-Event werden, weil schon klar ist, was er sagen wird. Er hat nämlich der Jerome, der hat gesagt, wir werden alles tun, um die Wirtschaft zu unterstützen, solange es notwendig ist. Die Inflation hat deutlich zugelegt, has increased notably in recent months. Aha. Aber das ist transitory, weil die Supply Effects abate, also diese Angebotseffekte, diese Lieferengpässe, das alles wird letztendlich dann abbauen, wird sich wieder abbauen und dementsprechend die Inflation auf 2% sinken. Wer es glaubt, der wird ganz, ganz selig. Aber schauen wir zunächst mal an, was da eigentlich jetzt passiert. Wir sehen, zwar steigt die Bilanz der Fed. Und die Bilanzsumme der Fed und der S&P 500, das verläuft relativ kongruent. Wir sehen aber, dass das Wachstum der Bilanzsumme der Fed deutlich nach unten geht. Und wir sehen, dass die sogenannten Bubble Baskets darauf schon reagiert haben. Da ist zum Beispiel ARK Innovation von meiner Freundin Cathy Wood drin, da sind Meme-Stocks etc., das sind also alles, was irgendwie so durch überbordende Liquidität nach oben gespült wird. Wenn die sie raus, wird der Dreck nach oben gespült. Nee, und das passiert dann auch, wenn die Liquidität reichlich ist, so in der Notenbank. Dementsprechend sehen wir, dass da schon irgendwie Sand im Getriebe ist. Momentumwerte etc., unprofitable Tech-Unternehmen, all das, das läuft nicht mehr so, auch wenn wir natürlich auch hier gestern eine Erholung gesehen haben. Und wir sehen, dass zwar eben die Bilanzsumme der Fed weiter steigt, wir sind jetzt bei 8 Billionen Dollar, aber interessanterweise in Relation, nämlich die Bilanzsumme in Relation zur Marktkapitalisierung der Märkte insgesamt, nämlich der Aktienmärkte, sehen wir, dass der Anteil der Bilanzsumme fällt in Relation zur Marktkapitalisierung. Mithin also pumpen sich die Aktienmärkte schneller auf als die Bilanzsumme der Fed. Und das ist sozusagen vielleicht jetzt das Problem. Die Fed wird perspektivisch tapern müssen. Sie macht es faktisch schon. Alleine gestern haben wir bei Reverse Repo Aktionen wieder ein Volumen von über 700 Milliarden Dollar gesehen. Das heißt, da bietet die US-Notenbank Staatsanleihen an gegen Cash. Man verkauft also seitens der US-Notenbank seine Staatsanleihen wieder zurück an die Banken, kassiert dafür Cash, zieht damit das Cash und damit die Liquidität aus dem System. Interessante Vorgänge, die sozusagen sich auf die Aktienmärkte noch stark auswirken werden, nämlich die Frage Liquidität, Bilanzsumme in Relation zu Marktkapitalisierung, das werden große Themen. Und ja, die Fed hat zugegeben, diese Lieferketten, diese Angebotsengpässe, die haben wir ein bisschen unterschätzt. Und hier nochmal ein Artikel auch im Wall Street Journal, der das klar beschreibt, wir haben diese Angebotsengpässe und die werden viel, viel länger dauern, als viele erwarten. Viele schreiben mich an auf Videos, die berichten aus ihrer Branche und sagen, wir haben teilweise 40 Monate Wartezeit, selbst bei etablierten, bei absoluten Spitzenherstellern, die können nicht liefern. Das wird massive Preissteigerungen zur Folge haben, weil alle eben dieses Material, diese Geschichten haben wollen, die derzeit nicht lieferbar sind. Dementsprechend können die Anbieter, die das verkaufen, höhere Preise verlangen. Also diese ganze Inflationsgeschichte, transitory oder nicht, da wird es Faktoren geben, die transitory sind, die vorübergehend sind, aber andere, die bleiben sowieso strukturelle Verschiebungen eben hin zur grünen Technologie, die kostenintensiver sein wird, das werden maßgebliche Treiber sein, warum wir wahrscheinlich dann schon in einer Ära der Inflation leben werden. Aber, und jetzt haben wir etwas Interessantes, wir haben eine klare Divergenz zwischen etwa dem Preis für Kupfer, das ja eigentlich ein konjunktursensitives und
auch inflationssensitives Metall ist. Und Kupfer ist eigentlich schwach auf der Brust, wenn Crude Oil weiter steigt. Crude hat jetzt 73 Barrel erstmals überschritten seit über 2 Jahren oder seit 2018, Oktober 2018, also seit gut 2,5 Jahren. Wir sind jetzt 84% gestiegen bei Crude, aber eben Kupfer kommt nicht mehr mit. Die sind eine Zeit lang parallel gelaufen, jetzt passiert das nicht mehr. Was ist da los? Wer hat recht? Öl oder Kupfer? Und wir sehen hier, wir sind bei Öl jetzt an einer entscheidenden Trendlinie, Abwärtstrendlinie. Wenn wir da rausgehen, dann, dann würde sozusagen das eintreten, was viele vermuten, was viele Bankhäuser sagen. Wir werden Öl bei, nämlich Crude bei 100 Dollar sehen. Also wichtiger Punkt jetzt für Öl. Wichtige Punkte derzeit auch für die ganze Krypto-Gemeinde. Wir hatten ja gestern diese Nachrichten aus China, die zu einem weiteren Abverkauf bei Kryptowährungen geführt haben, wonach man sozusagen mehr und mehr das Mining totschießt in China im Reich der Mitte. Jetzt haben viele das Problem, dass sie daraus eine Ideologie machen aus den Kryptowährungen. Vielleicht muss man mal klar machen, Bitcoin ist nach meiner Auffassung kein Hedge. Was derzeit passiert ist, dass die Kryptowährungen massiv von der Liquidität eben der Notenbanken profitieren. Sobald aber diese Liquiditätsaussichten etwas sich verändern, etwa durch Tapering oder perspektivisch irgendwann mal durch Zinsanhebungen, dürfte es auch für die Kryptowährungen schwieriger werden. Kryptowährungen wie Bitcoin sind aus meiner Sicht eine Möglichkeit, sein Portfolio zu diversifizieren, aber nicht zu hedgen, denn wenn man Bitcoin und S&P 500 oder Bitcoin und die Aktienmärkte mal nebeneinander legt, dann sieht man, das ist ein ähnliches Muster, das sind ähnliche Strukturen. Das ist also kein Hedge, wenn irgendwas im Finanzsystem mal schief geht, sondern es ist einfach eine weitere Diversifizierung, um Risiken vielleicht zu streuen. Aber viele Leute, wie dieser Tweet von James Sutton zeigt, die sind geradezu verheiratet mit ihren Bitcoins, etwa weil sie eine starke Ideologie, eine Sinnstiftung daraus machen. Und das ist immer gefährlich. Und dementsprechend sind Leute, die sagen, nein, auch diese Assets unterliegen Marktdynamiken und die kann man beschreiben, die kann man analysieren. Und da kann man eben Analysen darüber ausführen, aber das wird dann teilweise nicht gerne gesehen bei jenen, die eben eher einer Glaubensgemeinschaft angehören als einer Investmentgemeinschaft. Aber jedenfalls sehen wir hier von Bitfinex mal Daten. Die Bitcoin-Long-Positionen sind nach wie vor sehr, sehr hoch, während die Short-Positionen deutlich nach unten gegangen sind. Da sind also viele, die dabei sind, jetzt den Dip zu kaufen. Da stehen viele noch auf der Long-Seite. Da ist nach meiner Auffassung also auch noch ein Schnaps nach unten drin bei Bitcoin, so wie etwa bei Dogecoin, das jetzt 78% seit dem Zeitpunkt verloren hat, seit Elon Musk in dieser Fernsehshow aufgetreten ist, als er gesagt hat, call me the Doge Father. Ja, aber der Vater hat sein Kind wohl schon verloren. Also, es ist jetzt die Situation, dass wir diese massive Rallye gesehen haben. Jetzt kommen sofort die Leute wieder aus den Löchern, die sagen, die Fed kann gar nicht, die Fed wird gar nicht, Börse ist sowieso eine Einbahnstraße. Wir werden noch Volatilität sehen, das will ich damit sagen. Ich sage nicht, dass wir konstant nach unten laufen, aber das wird eine wilde Geschichte, weil eben die Verunsicherung groß ist. Wie werden die Notenbanken auf die Inflation reagieren? Wir haben dieses saisonale Muster, all das spielt hier jetzt eine Rolle. Ich bin gespannt, wie es heute weitergeht bei finanzmarktwelt.de, meine Damen und Herren. Werden Sie informiert? Schauen Sie da rein. Jetzt sage ich Servus und Ciao.